Mama, er boxt den Bus. Bus. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem ganz normalen Schultag. Ich werde euch heute den Alltag zeigen an meiner Schule, so wie ich das mache. Ich werde hoffentlich gleich abgeholt und dann geht's hier los. Also das ist hier mein Haus. Das ist Mama. Mama, sag was. Komm schon, Mama ist nicht so gesprächig heute. Ich habe gerade meine Mathe-Note gesehen. Fuck, Dufix, ey, komm an Schule. Dufix. Ach nee, Dufix. Nicht schon wieder. Dufix. Ja, ja. Komm, Mann. Hi. Ich hab grad wieder Stress mit meinem Hund gehabt. Ich mit meiner Mom. Echt? Was ist Problem? Was ist Problem? Was? Was? Okay, komm, lass zur Schule gehen. Deine Mom ist heute ziemlich gechillt, weil das, ich finde cool, dass sie... Nee, die ist da drin, die ist da drin, die ist da drin. Das sind meine Geschwister hier. Deswegen schreit deine Schwester. Hey! Seid ihr gegrüßt. Wir sind die Edelschüler. Habt ihr schon wieder meinen Parkplatz besetzt? Mal weg da! Hey, ich darf nichts anstellen, Mann. Heute ist mein erster Tag. Oh, stimmt. Lass uns mal die Leute hier kennenlernen. Ja. Also du weißt ja, die letzten Jahre wurden wir ja immer gemobbt. Aber an dieser Schule ist es anders. Diesmal sind wir die Mobber. Du Fix, ich will nichts sagen, aber ich glaube, du wirst heute direkt Anschiss und Mobbing kassieren. Du hast den Rucksack nicht mal dabei. Ja, meine Mama hat gesagt, ich brauche keinen Rucksack. Alles Wichtige habe ich in meinem Kopf. Oh. Wow. Okay. What? Dann gehen wir in die What? Schule rein. Nein. Moment mal. Was denn? Wir haben doch gesagt, das machen wir nicht. Au! Ich glaube, deswegen wurden wir gemobbt an der alten Schule. Wir sollten das nicht mehr tun. Und wenn, dann mache ich das. Guck mal, das ist die Olle aus der Parallelklasse. Nimm ich mit. Hey. So schleppt man Bräute ab. Genauso. Hallo. 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 Niemand hier? Wo geht's zur Anmeldung? Wo geht's hier zur Anmeldung? Guck mal, Alter, das ist, was wir für Träumen zu wagen. 3 Monitore. Was? Skandal. Hallo, magst du meinen Feuerlöscher? Warum immer ich? Ich mach das nicht extra. Wo geht's denn zum Direktor? Wir müssen uns anmelden. Erzähl es uns jetzt, du! Computerklasse, nein. Oh, da gehöre ich hin. Ich glaube, das ist mein Zimmer. Du Nerd. Sag das nochmal. Du Nerd. Nein. Hey, ich will in mein Computerzimmer. Das hat schon geklappt. Hey, mein Magen drückt schon ziemlich. Also ich würde sagen, ich gehe kurz rektal und du gehst zum Rektor. Ja, hallo, Herr Principal. Ich und mein Kollege, wir suchen unsere Klassen. Wir sind heute unser erster Tag. Jetzt drücken Sie sich mal klarer aus. Ich bekomme von Ihrem Gestotter noch Haarausfall. Hören Sie mal zu. Oh, hey. Die Nasenpuppler. Ganz ruhig. Kein Grund. Mit diesem Spaß bin ich nicht zu haben. Kein Grund, wütend zu werden. Ich bitte Sie. Gehen Sie in Ihre Klasse. Das bin ich, der Principal. Hä? Wie gefällt Ihnen das? Wie viel... Hey. Hey. Hey! Ah, das runter ist Mobbing! Runter von meinem Stuhl! Runter von meinem Stuhl! Oh! Wow! Das Fenster! Ah, was? Verdammt nochmal, was erlauben Sie sich? Oh, nein! Meine Mama ist unter Hosen! Kommen Sie zu Wort! Sie frech das! Doch, ich renn! Wir haben Probleme! Sie und Ihr Freund werden von der Schule geschmissen! Nein! Egal ob Hosen auf oder ab, ich kann trotzdem kämpfen! Nein! Hilfe! Ah, kommen Sie her, Sie Bengel! Sie Schlingel! Rennen Sie! Scheiße! Haha, eine Mülltonne kann dich aufhalten, du blöder Schüler. Oh, verdammt! Oh, das war mein Sohn! Wo bist du so blöd? Was ist das für ein Lärm? Albert, wo bist du? Doch, ich bin raus, muss ins Klo, Alter! Ich war nur kurz auf der Toilette und du und der Direktor wart weg. Was ist denn da passiert? Oh, du musst wirklich aufs Klo, ne? Ah, fuck, Alter. Wo ist Klo? Du warst gerade auf dem Klo. Das sieht aber übel zugerichtet aus. Ja, was hat der Direktor gesagt? Wo müssen wir hin? Du müsstest mal fragen. Ich habe echt keine Ahnung, in welche Klasse wir müssen. Okay, schon gut. Ich gehe ja fragen. Mann. Also, der Direktor lässt ganz schön lange auf sich warten.
Achso, Herr Direktor, das sind Sie ja. Hallo. Ich hab gehört, das ging nicht so gut aus mit eurem letzten Direktor, hä? Ja, Ihr braucht ein bisschen Feuer hier unterm Arsch. Ja, das kann vielleicht... Zieh mal die Brille aufrecht auf. Hallo, meine Brille ist aufrecht. Du guckst in alle Richtungen an mir vorbei. Das machen Sie auch. Und Ihr Pferd hat gerade geschissen auf dem Boden. Ja, ist dein Mittagessen. Mama, ich werde wieder gemobbt. Ja, hier geblieben! Okay, okay, okay. Herr Direktor, warum sehen Sie aus wie ein Polizist? Weil ich ein Polizist war, bin. Okay, ich wollte eigentlich nur fragen, welcher Klasse ich hingehöre und mein Freund. Namen. Duvix und Albert. Erster Tag heute, hä? Ja. Hey, raus hier! Siehst genau, dass wir im Gespräch sind! Hä? Rein da! Und jetzt, oh nein, wie schrecklich! Wie schrecklich. So, tut mir leid, diese Umstände. Schon gut, Herr Direktor. So, erster Tag, hä? Ja. Ja, 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 ja. Deine ist wohl der Sportklasse in der Klasse A und du bist B. Und das heißt? Schau, dass du keine bekommst. Okay, danke für die Info. Wiedersehen. Ich geh da mal weg. Hey! Ah, ich hab den Wagen vom Direktor. Hey, Zentrale! Unser Papi wird geklaut! Du kleiner Pisser, bleib stehen! Nein! Albert! Wie? Nein! Ich muss nach Hause! Mama hat mir nie beigebracht, wie mein Auto fährt. Nein, was? Los, Ferdi! Warum leben Sie noch? Mama, er boxt den Bus. Telefon, Albert anrufen. Albert, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Was? Ich weiß nicht, wie ich es erzählen soll. Was? Das war so schlimm. Was? Ich hab Angst. Was? Ich bin irgendwo auf einem Fußballfeld. Was? Warte, ich nehme ein Auto vom Lehrer, ich komme. Aber ich hab einen Rugbyball angesammelt. Du Fix, steig ein! Wo bist du? Hinten! Hier bist du, ach so. Ich hab einen Führerschein gemacht. Das ging schnell. Steig ein! Ich kann nicht. Au! Was sind das für Leute, Mann? Die sind wütend, weil ich den Ball geklaut hab. Man macht den fertig. Okay, renn mir doch nicht rein! Au! Danke, Krankenschwester, dass Sie mich geheilt haben. Danke. Vielen Dank. Ich bin Ihnen so dankbar. Ich bin Ihnen so sehr dankbar. Oh, danke für Ihr Geld. Albert, ich hab Cash! Wo bist du? Hier! Ich hab auch, ich hab schon 60 Cash, Alter. Ich war nice. Raus. Was war denn jetzt mit... Was beim Rektor? Ja, aber ich glaube, Schule fällt heute aus. Kommen wir auch ab. Komm, es hat geklingelt. Ferien! Schon geil, Alter. Und wir haben Geld bekommen. Ah, shit, ich habe hier eine Tankstelle vorhin gesehen. Okay, Duffix, hast du Eier? Warum? Du weißt, wir haben genug GTA gespielt. Wir kappen kurz die Autos der Lehrer. Ach so, ja, warum nicht? Okay, komm. Wir sehen das, danke. Autorennen. Shit, ist das geil! Das ist Vorsprung, das zählt nicht. Oh, 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 oh. Oh! Ich bin beim Jokes. Okay. Feuerzeug. Ah, was? Ich war von meinem eigenen Auto überfahren. Was ist denn das für einer? Ich dachte schon, der ist nackt in seiner Schürze. Boah, guck mal. Die haben gar keine Videospiele. Oh, shit, Mann! Ja, komm! Die hat ihren Schwimmbad! Oh mein Gott, wie geil. Ja, Spombe! Ich kann die Leute boxen. Weil die noch Spaß haben! Oh. Hey! Das meinte ich nicht mit Arschbombe. Nein, ich bin tot. Danke, Krankenpflegerin. Danke für Ihre Hilfe. Danke, danke, danke. Ich bin geheilt. Wo bist du? Ich habe einen Doppelgänger gefunden. Einen verschollenen Zwilling. Ich wusste nicht, dass der auch hier zur Schule geht. Hey, hau nicht ab! Attacke! Hey, der hat das alles gesehen, die wird uns verpetzen. Und oh. Der dort hinten auch. Achtung, 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 ich habe eine Spezialwaffe. Ja. Du hast eine Fliege! Wir sind die besten Schilder, Alter. Yeah. Yalla.
Hey, stell mich nicht, wenn ich mein Skateboard teste, okay? Wow! Das hing in einem Pfeil, ne? Ich frag mich auch, warum der Pfeil hier rumfliegt. Wir haben 2,5 Minuten Zeit. Was ist ein Gurney? Was soll das sein? Eine Trage. Ich glaube, ich weiß, was gemeint ist. Da war doch dieses Arztzimmer. Oh shit, Alter! Komm, wir machen Prank. Au! Digga, doch nicht mitpranken! Prank. Wir pranken die Kranken. Wenn er aufsteht, Alter, der schwimmt weg. Schnell, wir pranken den jetzt. Das wird niemand merken. Und flieg! Und jetzt der Trink. Geil, Albert, Mann. Der bewegt sich nicht mehr. Oh, dein Pferd kann schwimmen. Außerdem ist es deine Schwester. Hey! Hör auf damit! Du hast gesagt, das sind deine Geschwister. Ja, Leute, das war der erste Schultag von Albert und mir. Wartet mal ab, bis der zweite Tag kommt. Da sind nämlich noch viel lustigere Sachen passiert. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben und ein Abo dalässt. Da kommt ihr links zu meinem neuesten Video, rechts zu einem ähnlichen witzigen Spiel. Vergesst auch nicht, bei Albert vorbeizuschauen. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao.